Ich heil mich selbst. Nein, Herr Bronski! Nein! Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Ich dulde kein Extempore. Ja, aber es bringt ein Lacher. Für jeden polnischen Patrioten wäre es eine Ehre, sich gegen die Nazis wenigstens auf der Bühne zu wehren. Es tut mir aufrichtig leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber die Aufführung von Gestapo ist bis auf Weiteres verboten. Das geht auch für alle Vorbereitungen. Wir kämpfen gegen die Braunen Horden, natürlich mit den Mitteln des Theaters. Sie haben Angst vor Hitler. Vor dem Richtigen. Ein Lacher. Dafür haben Sie alle Angst. Posen liegt nicht in der Mongolei. Posen liegt auch nicht im Deutschen Reich. Die Nazis sind einmarschiert. Es ist Krieg, mein Herr. Der Untergrund ist in höchster Gefahr. Wir müssen sofort aktiv werden. Gestapo! Im Theater ist es doch sicher wichtig, was für eine Rolle man spielt. Oh ja. Im richtigen Leben. Ist es noch wichtiger? Er wird ja nicht auch, dass er den riesigen Gestapo-Chef noch nicht kennt. So ist es. Verfügen wir nicht noch über die komplette Ausstattung für ein Stück, das die Nazis uns leider vermasselt haben? In der Tat! Du bist ein aufrechter germanischer Recke, blauäugig, blond und blöd. Jawohl! Meine Verführerin. Also, du willst mir die Komödie nicht abnehmen! Josef, du wirst sie überzeugen. Musst. Dieser Mann ist ein hochkarätiger Betrüger! Interessante Sache so ein Theater. Hochinteressant.